Ganz auf E-Mail e verzichtet für bestimmte Kommunikationen, aber auf der anderen Seite auch bewusst die Dinge, die in E-Mails vielleicht doch arbeitstechnisch vergeben werden, was so Task oder Prozesse angeht, dass man die sofort überträgt in sein quasi Task-Management-System, in dem Fall Trello. Weil es eben keinen Sinn macht sozusagen, einfach nur diese Liste vor sich zu haben, die halt teilweise dann noch dazu chaotisch ist, jetzt das Mailfach, und dass es viel mehr Sinn macht, das in einen sinnvolle, ähm, sinnvollen Rahmen oder, oder einfach in, einen, in ein Tool zu bringen, das halt unterschiedliche, wenn man das jetzt mit einem Kanban-Board nimmt, unterschiedliche Spalten oder Listen hat, wo man genau weiß, wohin man bestimmte E-Mails bringen kann und man das dementsprechend auch besser planen kann, wie man sein Quartal macht oder wie man dann seine Woche macht, wovon er ja ein großer Fan ist, die Wochenpläne quasi runterzubrechen auf die Tage dann.